Mein Name ist Michael Schodermeier. Ich bin der Vorsitzende der Volkshilfe Oberösterreich, einer der größten und vor allem aktivsten Sozialorganisationen des Landes. Uns gibt es seit inzwischen 75 Jahren. Unsere Arbeit beruht auf den Grundsätzen Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und auf dieser Basis steht auch unser sozialpolitisches Engagement. Wir unterstützen Menschen mit unseren Dienstleistungen und setzen uns für benachteiligte Gruppen mit unserem Wissen entlang unserer Grundsätze ein. Unsere Volkshilfefamilie besteht aus wunderbaren 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und aus sagenhaften 800 Freiwilligen, die uns unterstützen. Und wir arbeiten tagtäglich für die Menschen. Ja, hallo, mein Name ist Jasmine Chandri. Ich bin die Geschäftsführerin der Volkshilfe Oberösterreich. Die Volkshilfe Oberösterreich ist ein Verein, der Gutes tut. Warum bin ich selbst in der Volkshilfe? Ich bin bereits seit 20 Jahren in der Volkshilfe und kam übers Ehrenamt in die Volkshilfe. Ich war damals ganz jung, 25, frisch mit dem Studium fertig und dachte mir, das ist eine coole Bewegung. Nur gemeinsam gelingt es, dass wir den Menschen in unserer Gesellschaft helfen, wenn wir auf unser Herz hören und auch wirklich gestalten wollen. Und all das ist für mich Volkshilfe. Volkshilfe ist menschlich, sozial, die Dinge aufzeigen für Menschen, die nicht laut sprechen können. Volkshilfe ist Menschenhilfe. Ja, hallo, mein Name ist Martin Zwicker, ich bin Geschäftsführer der Volkshilfe Arbeitswelt GmbH. Wir beraten über 4000 Jugendliche und Menschen, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben, bei der Suche nach einer neuen Lehrstelle, nach einem neuen Ausbildungsplatz oder einer Arbeitsstelle. Jeder Mensch hat Recht auf Arbeit und ein eigenes Einkommen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. In unseren sozialökonomischen Betrieben kann man über ein befristetes Dienstverhältnis, in unseren Jugendprojekten, in unserem Werkstattbereich, in unseren Qualifizierungsmodulen den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben schaffen. Mein Name ist Egbert Gertschek, ich bin Prokurist bei der Volkshilfe Flüchtlings- und Migrantinnenbetreuung und verantwortlich für Betreuung und Gesundheit. Wir unterstützen, informieren, begleiten über 5000 Flüchtlinge in Oberösterreich. Die Betreuung erfolgt im Rahmen der Grundversorgung, während und auch danach. Und es folgt einerseits vor Ort, aber auch auf eine mobile Art. Neben der Grundversorgung sind wir auch im Integrations- und Migrationssozialarbeit aktiv, haben zahlreiche interdisziplinäre Dienste von der Unterbringung angefangen bis zur Therapie oder psychosoziale Dienste bieten wir an. Als Teil der progressiven, kritischen Zivilgesellschaft treten wir natürlich auch gegen jegliche Art von Diskriminierung, gegen Rassismus und gegen Vorurteile auf. Dementsprechend lautet unser Motto aufrecht gegen das Unrecht. Mein Name ist Volker Atneder. Ich bin Prokurist der Volkshilfe Flüchtlings- und Migrantinnenbetreuung und für den Bereich Zusammenleben, Bildung und Arbeit verantwortlich. Wir bieten gelingende Integrationsprojekte und sind kompetente Ansprechpartnerin rund ums Zusammenleben. In den oberösterreichischen Bezirken und Gemeinden stellen wir die Weichen für ein konfliktfreies Wohnen, unabhängig von Herkunft, Alter und sozialem Status der Bewohnerinnen und Bewohner. Mit unseren interaktiven Workshops, der Lernbegleitung und verschiedensten Sprachkursformaten haben wir ein umfangreiches Bildungsangebot und blicken auf langjährige Erfahrung in der interkulturellen Arbeit zurück. Nicht zuletzt verstehen wir uns als aktiver Teil der kritischen Zivilgesellschaft und nehmen zu sozialen Ungerechtigkeiten öffentlich Stellung. Ich bin der Bernhard Gruber und bin seit mittlerweile 25 Jahren in der Volkshilfe als Geschäftsführer der Gesundheit und Sozialdienste GmbH. Darf ich für 660 Kolleginnen und Kollegen auf 12 Standorten im ganzen Bundesland Oberösterreich tätig und verantwortlich sein. Die GSD ist eine Komplettanbieterin im Bereich Pflege und Betreuung. Unser Ziel ist es, für ältere oder kranke Menschen sowie Kinder und Jugendlichen für sie die ideale Dienstleistung anzubieten. Ob der Verbleib in der eigenen Wohnung trotz Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit oder das Erreichen einer fehlerfreien Aussprache vor Schulbeginn. Unsere Kolleginnen in der GSD bemühen sich tagtäglich sehr professionell mit hoher Qualität und vollem menschlichen Einsatz, dass unsere Klientinnen ein besseres Leben haben können.
Mein Name ist Edith Zankel, ich bin die Geschäftsführerin der Volkshilfe Lebensart. Die Volkshilfe Lebensart bietet unterschiedliche Dienstleistungen für Menschen mit Lernbeeinträchtigung, für körperlich oder mehrfach beeinträchtigte Menschen an. Unser Angebot bezieht sich vorwiegend auf betreute Wohnformen, wie das vollbetreute Wohnen, das teilbetreute Wohnen oder auch Kurzzeitwohnen. Aber auch im mobilen Bereich haben wir unterschiedliche Dienstleistungen, zum Beispiel die mobile Begleitung oder die persönliche Assistenz. Darüber hinaus bieten wir auch in den Sommermonaten Urlaubsfahrten für Menschen mit Beeinträchtigungen an. Für Menschen mit Beeinträchtigungen ist es zuweilen schwierig, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das gerne möchten. Unser Auftrag ist es, Sie auf Ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben zu begleiten. Mein Name ist Fred Edlinger, bin der Bereichsleiter für die Volkshilfe Oberösterreich Shops. Ich darf 17 von 22 Volkshilfe-Standorte damit in Oberösterreich vertreten. Wir betreiben Secondhand-Shops in ganz Oberösterreich mit dem Ziel, möglichst viele schöne Dinge in die Wiederverwendung zu bringen. Wir sammeln, sortieren und bereiten die vor und verkaufen die schönsten Stücke in unseren Geschäften mit dem Ziel, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, möglichst viele Dinge in die Wiederverwendung zu bringen und damit die Umwelt zu entlasten und als drittes ein leistbares Angebot für alle zu schaffen. Darüber hinaus betreiben wir zwei sogenannte Kreislerinnen. Das sind Konzeptgeschäfte, wo wir ein Generationencafé in Verbindung mit einem Vintage-Laden betreiben. Wir machen da auch einmal im Monat ein Repair- und Nähcafé und betreiben zwei Sozialmärkte in Wels und in Linz.